Ich hasse die Fürsten einfach, ich hasse sie. Seid Ich glaube, ich habe das gegrüßt. schon an Akt 1 erwähnt, dass ich die einfach nur. Ach, ich ersticke schon an meiner Was kann eigenen ich für Wut. euch tun? Wir sind kurz zum Levelaufstieg. Als wenn der noch was ändern könnte. Ach, wir sind schon in der Ebene, wo Mephisto ist. Und versagen wir an diese Viecher. Wir werden sowieso nochmal zurückgehen, bevor wir gegen ihn kämpfen. Denn wir haben ja gar kaum noch Elixiere. Ich glaube, wir hätten welche kaufen sollen. Ja, bleib im Feuer stehen, du doofe Tante. Wir haben ja auch nichts mehr. Ja, wir haben wirklich nichts mehr. Wie viel Schaden macht denn das? Macht anscheinend gut Schaden. Oh, nö. Oh nein, zurück. Da ist schon da einer Meine der Rat vom Anweisungen Rat hört zu. gewesen. Wieder so ein Ratsmitglied. Ja. Ups. Das habe ich denn umsonst gekauft. Ich muss mal hier was. 17 Verteidigung. Erhöht auch Angriffsschaden, aber. Jetzt haben wir hier 7 zu 23. Wegstoß? Nee, Feuer, das bringt nichts. Ich brauche keinen Wegstoß. Wegstoß ist wirklich das Letzte, was ich brauche. So. Versuchen wir auf jeden Fall mal mit der Aura. 1, 2, 3. 1, 3. Sehr schön. Vielleicht sollte ich ja schon mal die besten Dinger verwenden, wer weiß. Die besten Tränke. So. Wo ist er denn hin? Ach, hier. Nun, Ratsmitglied. Wo ist der? Ah, und hier ist ein größerer. Verzauberte Aura, Blitzaura. Ach so, natürlich. Wo ist er denn, die Anti-Aura? Hier. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich gegen Mephisto antreten soll. Wir müssen auf jeden Fall schön im Bereich clearen. Und da haben wir einen mit Mana-Verbrennung und Teleportation. Hoi! Problem ist, dass er sich jetzt teleportieren kann. Oh ja, die Blitzaura macht auf jeden Fall ganz gut Schaden. Feldaura macht zwar langsam, aber das macht sehr viel Schaden. Na, vielleicht doch ein bisschen öfter ausprobieren soll. So, die rechte Seite ist clean. Ist noch die linke Seite. Und ihr seht ja hier, das ist wie bei Andariel mit diesem Blutwasser, wollte ich sagen. Hier ist sogar ein Portal in der Mitte. So. Ist nur ein Diener. Kann eigentlich keine große Gefahr sein. Level up. Okay, wir skillen auf jeden Fall Vitalität. Oh ja, wir haben einen guten Feuerschaden. Elektroschaden. Irgendwas skillen können, könnten wir, aber ich heb's ja wieder auf für die Endfähigkeiten. Wobei ich das, glaube ich, langsam bereue, dass ich das tue. Irgendwas Unsichtbares da? Komisch. So, haben wir hier noch was? Ach, noch ein Ratsmitglied. Okay, den Ratsmitglied nehmen wir mit. Wow, ist ja schnell.
Maffa. Und das ist der letzte. Und damit hätten wir den Rad komplett clean. Es war sehr stark, aber hält nichts aus. Und das war sein Knackpunkt. Oh, so viel auf einen Fleck, das ist natürlich scheiße. Fuck. Okay. Okay. So, dann werden wir uns mal vorbereiten. Den Endkampf. Ja. Falls das länger dauern sollte und ich das nicht unnötig schneiden möchte, dann werde ich diese Folge länger machen, so wie ich es bei Dougal gemacht habe. Ihr sollt natürlich nicht Ewigkeiten sehen, wie ich kämpfe pro Folge. Wenn das länger dauert, wird auch die Folge länger gemacht. So einfach ist das. Wäre ja auch sonst unfair, finde ich. So, noch ein bisschen Heiltränke. Mana-Tränke werde ich mir aber auch mal holen. Weil man nie weiß, ob ich vielleicht auch noch andere Fähigkeiten besitze. Ich werde es vielleicht mit Ansturm versuchen. Obwohl, ich werde es erstmal ganz und gar anders versuchen. Ich werde erstmal gucken, wie es läuft. Das heißt, ich gehe erstmal ran und schaue, was er für Effekte um sich schmeißt. Dementsprechend muss ich dann das kontern. Ich nehme sie kurz mit, um zu sehen, ob es was braucht, ob es was bringt mit Begleiter. Solange sie sein Feuer auf mich bleibt. Dann hätten wir das eigentlich auch geschafft. Ich wollte jetzt schon dran denken zu speichern, aber das bringt ja wahrscheinlich wenig. So, hier machen wir ein Portal. Hier ist es, denke ich, mal safe. Und dann wollen wir mal uns den Boss aneignen. Wo ist er denn? Da ist er. Du kommst zu spät. Oh Gott. Ja, es läuft gut, es läuft wirklich gut. Okay, er macht eine Gift-Aura. Bist du der älteste Bruder? Und irgendwie stinkt er voll ab. Oh Gott, das haut rein. Ich ziehe mich kurz zurück. Ich muss mich zurückziehen. Oh, Vorsicht. Oh. Ah, komm her. Nahkämpfer hast du nichts drauf. Wow, meine Bogenschütze ist fast down. Komm, schön drauf bleiben. Ich habe halt keine Tränke mehr. Und das war's. Ehrlich gesagt, es kotzt mich an. Es kotzt mich an, so ein niedriger Dämon. Wie nudrig. Der Herr des Hasses soll die Welt nicht mehr verdunkeln. Duriel war stark. Die Viecher, diese Gruppe davor war stark. Aber das war ja gar nichts. Ich hatte den viel schlimmer in Erinnerung. So, wir haben sau viel gutes Zeug mit hier gesammelt. Und hier hinten noch schön sehr viel Geld. Das nehmen wir natürlich alles mit. Fehlerhafter Schädel. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, Leute, ey, wir haben ihn gleich mal First Try besiegt in einer Rekordzeit. Das kannst du... hallo? Ich bin sprachlos. Ich muss sagen, die Aura ist geil. Ich werde die behalten. Die Aura ist der Hammer. Und ihr seht, ich hatte nur noch einen Trank gehabt. Also ich habe auch eingesteckt. Ich hatte gedacht eigentlich, dass er mich wirklich schneller tot macht. Aber ich glaube, nur als Fernkämpfer hat man wirklich Probleme gegen Mephisto, weil der so viel Zeug um sich her schleudert. Im Nahkampf kann er nichts. Im Nahkampf ist er wirklich Quatsch. Und wir haben seinen Seelenstein. Also wir haben den ersten der drei Seelensteine. Haben wir jetzt im Inventar. Und jetzt müssen wir es wie Igor, der damalige Igor, Igorius, müssen wir jetzt das machen, den Seelenstein nehmen und uns in die Brust rammen. Ach nee, halt. Bei Mephisto war es, glaube ich, der Bauch. Nein, machen wir nicht. Wir müssen versuchen rauszufinden, wie wir ihn loswerden. So, das nehmen wir noch mit. Und das Geweih. So. Ah. Unser Vertrauen in euch war gerechtfertigt. Aber Diablo hat den Weg zur Hölle gefunden und es ist wahrscheinlich, dass Baal ihm dorthin folgen wird. Betretet das Tor des Infernos und besiegt den Herrn des Schreckens, bevor alles verloren ist. Nur dann wird unsere Welt gerettet werden.
Ich habe so das Gefühl, dass Kane irgendwie Kameras installiert hat, weil woher weiß er das alles? Guten Abend. Ach, Ormes will nichts dazu sagen, dass ich gerade die Welt rette und dass ich schon einen der drei Übel besiegt habe. Anscheinend war das für ihn auch kein richtiger Kampf. Wow! Leute, guckt euch den Schaden an. Und dann noch ein extra Schaden an Untot, aber 27 zu 3. Ist es Einhand? Es ist wirklich Einhand. Und der Helm. 441. Obwohl, ne, 41 ist scheiße. Energie. Verbesserte Verteidigung. Widerstände aller Arten werden erhöht. So, ich muss schon sagen, ist schon cool. Gucke mal, was passiert, wenn wir die Waffen... Erstmal die Waffe. Also es ist definitiv eine Verbesserung, aber wir treffen fast gar nicht. 63% und hier halt so. Ich würde sagen, wir nehmen ihn. Der hat aber nur eine normale Angriffsgeschwindigkeit, ist also nicht so schnell. Wahrscheinlich deswegen dieser Trefferwert nicht so stark, aber wenn wir treffen, dann richtig. Was passiert, wenn wir den Helm tragen? Verteidigung geht ein bisschen runter, aber die Widerstände gehen hoch. Und Mana geht auch runter. Ach nee, den verkaufen wir. Ich denke, wir werden das so machen. Und ich werde dann mal meine zweite Waffe hier. Ja, ich habe wie gesagt das Schwert in Planung gehabt. Das wollte ich sockeln. Werde ich dann verkaufen. Achso, ich kann ja nichts verkaufen. Dinger. So. Werden wir uns mit diesen Waffen betiteln und werden das so nehmen. Oh, ich bin gerade fix und fertig. Ich hätte wirklich gedacht, das wird ein schlimmerer Kampf, aber das war ja leider. War das ein Witz. So, noch einen perfekten Schädel. Gut. Und wir haben alle Quests hier erledigt. Jetzt gehe ich nochmal zu Radli und repariere. Ein letztes Mal. Und wir werden dann in die Hölle gehen und Diablo verfolgen. Er hat auch nichts zu sagen. Ich habe gerade einen der Übel besiegt und keiner hat was zu sagen. Niemand hat was zu sagen, außer Kane. Der sagt halt, ja, aber leider ist ja Diablo trotzdem weg, du Depp. Naja. Was ist eine Questlog? Hm. Eckiger Schild. Oh, den Schild. Das Schild würde ich gerne wissen, was der hat. Vielleicht ist er besser als unser jetziger. Aber das erfahren wir ja, wenn wir in der nächsten Ebene sind. Okay. Rein ins Portal. Ich habe getan, was ihr mir aufgetragen hattet, Tyrael. Ich habe den Tempel der Zakarum gefunden. In den tiefsten Tiefen des Tempels fand ich eine dunkle Schar. Mein Gefährte, der Wanderer, Dalrasha. Und etwas ungeheuer Böses, das nur der Herr des Hasses selbst sein konnte. Mephisto. Da vernahm ich eine Stimme, wie 1000 Nadelstiche ins Herz. Meine Brüder, endlich sind wir vereint. Die Pforte des Infernos ist bereit und unser aller Sieg steht bevor. Möge der Weg zur Hölle sich auftun. Das Blut, das einst getilgt wurde, wird sich erneut. Eines Mannes soll es unter den Unschuldigen wandeln und Schrecken soll alle erfüllen, die auf Erden sind. Feuer soll vom Himmel regnen und das Meer wie Blut werden. Die Rechtschaffenen sollen von den Bösen fallen und die Schöpfung selbst soll vor den lodernden Standarten der Hölle erzittern. Ich sah, war für kein sterbliches Auge bestimmt.
Die Pforte ist bereit. Unsere Rückkehr, ja. Entsende deine Schrecken in die Hand.